Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts 2, um genau zu sein. Eine Sache, die ich euch noch garantieren möchte, ist, ich werde die Modifikation an meinem Gummischiff immer onscreen machen, damit ihr das auch immer seht und ihr auch immer schön mitbauen könnt, falls ihr das denn auch möchtet. Denn was ich euch hier auch zeigen möchte, ist, wie ihr die Platin bekommen könnt, mit den ganzen Gummischiff-Aufgaben und so weiter. Denn das ist an und für sich nicht wirklich schwer. Allerdings braucht man ein gewisses Grundverständnis, wie das ganze System funktioniert. Und das kann ich euch hier eigentlich sehr gut lehren. Ich werde allerdings auch, es gibt in dem Spiel einen Secret Boss für eine Gummischiff-Mission. Also es gibt einen Gummischiff-Secret-Boss quasi. Und den würde ich auch gerne zeigen, da dieser nicht in jedem Let's Play gezeigt wird. Und ich schade finde, wenn der komplett weggelassen wird, nur weil es eine Gummimission ist. Und ich werde euch für diesen Part dann quasi auch noch einmal das komplett fertig gebaute Gummischiff zeigen, wenn es dann soweit ist. Aber ich denke mal, ihr habt in der letzten Episode genug Gummischiff-Kram gehabt. Und darum gehen wir jetzt einfach mal hier ins Land der Drachen. Das hat hier den erforderliches Level 10, während das Schloss des Biestes Level 13 erfordert. Das ist an und für sich relativ egal. Und meiner Meinung nach ist in Sachen, solange ihr das erforderliche Level oder das empfohlene Level, eigentlich ist es ja ein empfohlener Level, solange ihr das empfohlene Level der Welt, nachdem ihr mit der Welt fertig seid, also wenn ihr diese Welt verlasst und ihr seid nicht Level 10, dann seid ihr hart unterlevelt. Wenn ihr die Welt verlasst und ihr seid Level 10, dann ist es okay. Damit kommt ihr klar. Wenn ihr dann die Welt verlasst und ihr seid Level 13, seid ihr in Ordnung. Also, dann kommt ihr klar. Also, das Spiel ist recht angenehm vom Schwierigkeitsgrad her. Wenn ihr drüber seid, ist gut, ne? Aber solange ihr zumindest das Level habt, müsst ihr euch keine großartigen Gedanken machen. Und, hier scheint ja schon einiges los zu sein. Der Typ hier, der da in einem verbrannten Dorf steht, scheint nicht so glücklich zu sein. Was ist mit dir los? Ist das dein Heimatdorf? Okay, doch, der ist glücklich. Ha. See that Mulan? It's Shan Yu, leader of the Hun army. Come on, girl, this is your big chance. I can see now. Fa Mulan, whoops, public enemy number one. You're gonna be famous. I'm talking A-list. Mushu, I'm not sure. Mushu? I haven't even joined the army yet. I have to take my father's place to preserve the Fa family honor. Okay. I just hope I don't get discovered. Whatever, you're just scared, admit it. Aren't you? Ich wäre auch besorgt. Oh. Sie hat Angst. Der große Drache. Oh. Let's get the jump on him. Gorge. Maybe we better look before we leap. Das wäre vielleicht besser, ja? Oh. Okay, der Schatten war deutlich beeindruckender. I know you heard of me. I'm little, lethal and legendary. Now you scram before I get my dragon dander up. Hey, Mushu. We missed you. Yeah, well, you better hope I miss you or else you're... Your Sora, Donald, Goofy. Aww. Do you know them? Know them? Man, we used to kick all kinds of bad guy butt together. Yeah, allerdings. You know, these guys out of a lot of tight spots. Cause I'm a mighty dragon, right? So ungefähr. Mushu war allerdings sehr stark in Kingdom Hearts 1. Also von daher. Something like that. Ja, so ähnlich. I'm Mulan. No, I mean. Ping. Ping? Pong? Just Ping. I am Ping, son of Fazu. You know Mushu? Mushu's one of my family's guardians. Ooh. We didn't know we were borrowing somebody as important as a family guardian. Yeah, that's right. And that puts you three up to your eyeballs in debt to Ping here. Well, guess what, kiddies? It's payback time. Mushu. Nah, they don't mind. Ain't that right? Sounds fair. See, King here was just on his way to join the Imperial Army. Huh. We gotta go find the other recruits over at the training camp. Would you join us? It'll be easier to fit in if I'm with guys like you. Oh. What do you mean, fit in? Well, don't worry about that. You're pretending to be a boy, aren't you? Hmm. Huh? You're a
girl? You didn't notice? Facepalm moment. I think it's working. Oh no. Those two would fall for anything. I'm right here. Ja, das ist so ein Facepalm-Moment und ich finde das, ich find's eigentlich sehr witzig. Goofy ist in Kingdom Hearts der intelligenteste der Truppe. Goofy ist intelligenter als Donald und Sora. Nun gut, ich möchte für den Anfang Goofy in der Party behalten. Ihr seht, wir haben auch wieder das gute alte Problem mit den Gruppenmitgliedern, dass diese einen Slot einnehmen und dass sie nur drei Party, also nur zu dritt unterwegs sein können. Hier wird uns Ping sogar noch aufgezwungen. Allerdings haben wir ein Problem weniger, und zwar es gibt in dem Spiel keine Trio-Techs mehr. Das heißt, die Auswahl von Donald und Goofy und dem Weltengruppenmitglied ist viel mehr von euren Abilities abhängig und nicht mehr, ich muss Donald und Goofy nehmen, weil ich brauche die Trio-Techs. In diesem Falle liegt es wirklich daran, ich nehme Goofy mit, denn über Goofy kann ich in die Heldenform und Donald hat zwar den Heilzauber und zwar damit der einzige, den ich habe momentan, aber da komme ich klar, ich habe ja meine Potions. Und wenn wir gerade von Potions sprechen, eine Tradition, die sehr, sehr wichtig ist in Kingdom Hearts ist, wenn ihr ein neues Gruppenmitglied bekommt, klaut denen seine Items. Jeder der Gruppenmitglieder bringt seine eigene Rüstung, seine eigene Waffe mit Rüstung und Accessories, könnt ihr dem Gruppenmitglied selber geben, wenn ihr das möchtet. Mache ich aber eigentlich nie. Und damit haben wir das auch. Abilities, Ping bringt seine eigenen Abilities mit. Das ist in dem Fall nur Item Boost und Charmeur. Ja gut, können wir drin lassen. Sind beide irrelevant, da ich Ping gerade alle Items geklaut habe. Und Charmeur, ja, das ist auch nicht so gut. Eine ganz wichtige neue Eigenschaft, die das Spiel bekommen hat im Vergleich zu Kingdom Hearts 1, ist, wir können unser Gruppenmitglied während jederzeit wechseln. Wir sind also nicht mehr dazu gezwungen, zu einem Speicherpunkt zu rennen, um unsere Truppe auszutauschen, was das Spiel um einiges angenehmer macht. Denn wenn ich Donalds Heilung wirklich notwendig brauche, wechsle ich ihn rein, lasse ihn heilen und hole dann Goofy wieder. Das ist eine Möglichkeit und das ist sehr gut. Und was ihr auch sehen könnt, ist, wir haben dieses Mal zwei Kommandoleisten. Wir haben einmal die erste Seite mit Angriff, Magie, Item und Drive, um in die Form zu reisen. Oder aber wir wechseln. Und ihr seht, ohne Goofy kann ich auch meine Form nicht benutzen. Das heißt, es ist für euch schon wichtig, welches Gruppenmitglied ihr mitnehmen wollt. Und die anderen beiden Einträge, zu denen wissen wir im Moment noch nichts. Aber wir können den Platz hier looten, holen uns einen Finstersplitter. Hier konnte man den Schatten von Mushu relativ gut sehen. Ein Mithril-Splitter und ein Äther. Sehr schön. Neu auch und sehr, sehr nützlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wir haben in jeder Welt einen dieser Mogri-Puppen-Shop-Hologramm-Dinger. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es ist in jeder Welt ist so einer. Und zum Teil sind sogar mehrere. Und den könnt ihr benutzen, um bei dem einzukaufen. Jeder dieser Läden hat eigene Gegenstände. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel einen Haufen Reife, Spangen und Ketten und so weiter. Und ich möchte mir auch direkt eine Abbas-Kette kaufen. Dann würde ich sagen, wir nehmen noch eine Blitz- und eine Eisklammer mit. Die Feuerkette kann ich mir im Moment nicht leisten, aber ich werde, denke ich mal, so schon mehr oder weniger von jedem Item auch welche kaufen. Ich könnte jetzt natürlich hierher gehen und anfangen, Gegenstände zu verkaufen, die ich nicht brauche, wie zum Beispiel die High Potions oder Zelte. Andererseits könnten die ganz nützlich sein. Darum, wir kommen später wieder und werden dann später noch ein bisschen mehr einkaufen. Die neuen Items, die wir bekommen haben, ich werde das jetzt erstmal für das Schattenkettchen austauschen. Denn ihr seht, wir haben zwar die gleiche Verteidigung, aber die gibt uns Feuer, Eis und Blitzverteidigung. Und zwar gleich 20% davon. Was sehr nützlich ist, da die meisten Gegner eher noch mit Feuer, Eis und Blitz arbeiten und Dunkelschaden noch nicht so wichtig ist. Aber das Dunkelkettchen behalten wir für später. Dann werde ich mal Goofy, denke ich mal, Blitz und Eis verpassen. Und ja, du darfst erstmal noch dein Elfentuch behalten, da ich meine Dunkelheitskette noch behalten möchte. Und damit sind wir alle ein bisschen besser ausgerüstet und ein bisschen besser gestärkt gegenüber Elemente und so weiter. Und dann können wir uns jetzt mal versuchen, der kaiserlichen Armee
abzuschließen und das Lager dafür ist auch direkt hier. Wir können jetzt hier so ein bisschen rumklettern. Ich muss sagen, ich mag immer noch, das Spiel hat immer noch eine sehr Detailverliebtheit. Also ihr habt hier zum Beispiel, da drüben könnt ihr es gut sehen, den Turm mit dem Pfeil drin. Wenn ihr darauf achtet, da steckt der Pfeil drin aus dem Film. Ihr seht, da drüben ist ein Sticker und bis wir da rankommen, ja, da hilft uns auch das bisschen höhere Springen durch die Heldenform nicht wirklich. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Hilfe. Und darum gehen wir mal hier an die Schlange. Ja, weil das nicht auffällt, ne? Wenn sie einfach nur normal laufen würde, so wie Sora, Donald und Goofy, dann... Ja. Au! Oh, wow. Hier geht's rum. Das hier... Hier geht's rund, ja, mit den drei. Sehr schön. Ich find's auch witzig, wie keiner darauf reagiert, dass hier eine Ente und ein riesiger Hund hier sein Unwesen treiben. Voll die Schlägerei. Du kriegst jetzt dann gleich richtig Ärger, Kollege. Ich pack gleich meine Heldenform aus und dann gibt's richtig aufs Maul. Hallo, Captain. Das kriegst du noch zurück, Kleiner. Oh, shit. Feiglinge. Und damit beginnt unsere Schlacht gegen die Herzlosen hier in der Welt. Und wir haben hier eine ganz lästige Mechanik, um es mal so zu sagen. Die Gegner hier, statt Gegenstände droppen die euch diese Moralkugeln. Und die sind recht wichtig, denn die Gegner hier, wenn ihr Schaden kassiert, werden die eurem Moral schaden. Und wenn die Moralleiste auf 0 fällt, ist Game Over. Als ob wir besiegt werden. Und das kann hier ganz schön lästig werden, weil manche der Gegner ziemlich heftig sind. Gerade diese Gegner, die ihr gesehen habt, die in der Luft erscheinen. Ihr wollt euch auf die konzentrieren und versuchen, die so schnell wie möglich auszuschalten. Denn deren Angriffe können ganz schön mies sein. Die haben so Drehattacken und komische Konter. Und die sind zum Teil echt tricky, wirklich tricky zu blocken. Darum versucht die, wenn sie erscheinen, haben die so eine komische Erscheinungsanimation, wo die sich quasi, die starten komplett flach und blasen sich dann quasi so auf. Und da wollt ihr einfach versuchen, die so schnell wie möglich auszuschalten, bevor die euch irgendwas können. Die kommen auch auf euch zugerannt und ihr müsst einfach versuchen, so schnell wie möglich die Gegner aus dem Weg zu räumen. Oh, okay, wir werden direkt aufgenommen. Oh, das ist gut, dankeschön. So kann sich das sehen lassen. Oh. Ja. ja, da ist ein schweres Argument. Du musst wohl eher beweisen, dass du was kannst. Ah. Okay, ja, das ist eine Idee. Okay. Gut, dann kümmern wir uns darum. okay. Ja gut, das können wir auch machen. Bisschen auskundschaften. Das stimmt allerdings, ja. Wir haben viele, viele kleine Aufgaben, die sehr wichtig sein könnten. Und als Belohnung gibt es erstmal eine Karte. Hier, diesen Sticker da oben,
in der Nähe von dem Kletterbaum. Hier kann man den Pfeil nochmal besser sehen. Ihr könnt leider nicht den Kletterbaum hochklettern, warum auch immer, aber wir können einfach ranspringen. Am Feststand ganz oben. Also ja, klettern können wir nicht mehr, das hat Sora während seit Kingdom Hearts 2 leider auch verlernt. In K1 konnte er das noch, aber gut, das soll so sein. Ansonsten können wir hier noch ein bisschen mit den anderen Rekruten reden. Das ist hier der dicke. Hallo, Chien. Der kurze Xiao und der dünne Ling. Ah, das sind die heftigen Gegner. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass die Namen irgendwie was Interessantes zu bedeuten haben. Ich spreche aber leider kein Chinesisch, darum kann ich es euch leider nicht sagen. Oder was hast du zu sagen? Ah, okay. Den Falken. Wir haben den schon mal ein bisschen gesehen, als er mit Chan Yu unterwegs war. Wo ist denn der kleine Rote? Okay. Das ist eine Idee, ja. Ah, da ist der Rote. Und nur wenn ich nochmal aus, gibt es aber richtig Ärger. Schönes Völkchen ist er auch. Mhm. Ja, du bist selber weggelaufen, feiges Hühnchen. Bevor wir was anderes machen, will ich erstmal hierher gehen. Und hier an der Passierstelle können wir erstmal noch ein bisschen Blut absahen. Und unsere ersten Gegner, also die hier. Ihr seht, wie die sich zusammenbauen. Und ihr wollt euch immer versuchen, die so schnell wie möglich zu erledigen. Goofy, habt ihr schon gesehen, ist recht gut damit, die zu beeinflussen. Und das hat unter anderem auch mit unserer Einstellung zu tun. Und ich werde das mal umstellen und die auf Stratege umstellen. Stratege ist sehr nützlich. Damit konzentrieren sie sich nämlich auf ein Ziel, das ich gerade selber nicht bekämpfe. Dadurch werdet ihr weniger oft von Gegnern überrascht. Was ihr hier auch seht, ist, wenn wir diese Dinger hier anschlagen, explodieren die und lassen uns unterschiedliche Kugeln fallen. Diese Wegen hier, die gelben Kugeln, die wir schon gesehen haben, wir haben diese Orbs schon in der Story gesehen, als wir unsere Drive-Form bekommen haben. Und über diese Drive-Form-Pläne, über diese Kugeln könnt ihr eure Drive-Leiste auch wieder auffüllen. Das andere ist, ich möchte hier nochmal ein bisschen meine Heldenform einsetzen, solange wir hier sind. Vielleicht treffen wir noch einen Gegner, ja. Oh, nee, nee, nee. Für die extra Erfahrungspunkte. Ihr seht, hier können wir ein paar der Kugeln wieder einsammeln, um dann unsere Leiste direkt wieder voll zu prügeln. Am einfachsten ist es halt wirklich, einfach die Gegner zu treffen und zu versuchen, dass sie euch verfehlen. Damit ist die Aufgabe um einiges leichter. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück zum Rekrutenlager. Was sagt die Zeit? Ich denke mal, eine der Missionen kriegen wir noch hin. Wenn wir ihn ansprechen, kriegen wir eine der Missionen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Passierstelle hier. Und unsere Aufgabe ist es jetzt hier, einige Gegner zu erledigen. Und ihr seht schon, das hat nicht wirklich eine schwere Herausforderung ist. Ich wollte aber nur sicherstellen, dass ich hier noch ein bisschen Punkte sammeln kann und hier auch nicht aufs Maul bekomme. Darum, ihr seht schon, in der Heldenform seid ihr sowieso im Allgemeinen relativ stark unterwegs. Außerdem haben wir unsere ersten Finstertropfen bekommen von den Gegnern. Das ist auch sehr schön. Also ihr seht, wir sammeln hier gut Materialien von den Gegnern. Und ja, wir haben eigentlich noch genug Zeit. Ich denke mal, eine Mission können wir noch machen. Und zwar den Gegenschlag. Müssen wir uns einer weiteren Welle von Gegnern hier in der Passierstelle entgegensetzen. Und dieses Mal, ihr seht, was ich auch gerne einsetze, ist bei den Schattenlurchis mein Feuerzauber. Ich muss den mal auf Viereck stellen, weil ihr seht schon, ich block hier immer, obwohl ich zaubern will. Ein bisschen aufpassen müssen wir, dass wir nicht unterbrochen werden. Denn der Angriff ist besonders gefährlich. Ein neuer Gegner, der sogenannte Centaurier, hat einige sehr, sehr gefährliche Angriffe. Dieser Angriff hier kann euch ziemlich heftig herumwirbeln und wird
euch unglaublich viele Motivationskugeln kosten. Darum wollt ihr den nicht abbekommen. Euer Ziel ist es eigentlich, ein bisschen auf Fernkampf zu bleiben, um eine seiner Angriffe zu blocken. Denn dann könnt ihr ihm frei eine Combo verpassen und ihn dann auch wirklich töten. Au. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Sonst passiert das hier. Ich wollte noch blocken, hab aber nicht mehr geblockt. Ich werde aber auch hier die Episode beenden und dann werden wir beim nächsten Mal unsere süße, süße Rache bekommen. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Trini.